Immer noch der gute alte Dieb. Von früher. Funny. Na gut, versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Nate. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Holy shit. Diese Söldner-Armee ist sicherlich nicht umsonst hier. Locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Okay, Sam, ich bin hinter dir. Verdammt. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Geh ich noch eine Tür? Oder hier? Nee, hier ist was anderes. Das ist doch gut, deine Lüftungsschächte sind immer gut. Na bitte. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine Tür. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh, Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Hey, müssen wir uns auch
Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Ja, das ist auch irgendwie wahr. So, jetzt müssen wir einfach nur den richtigen Weg finden. Gut gemacht. Na, geht doch. Okay, ist irgendwie zugemauert, aber gut. Hier entlang. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, finden wir was zum Draufklettern. Verdammt gute Idee. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Okay, dann mal rauf. Sehr gut. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Verdammt. Kellner. Der Glatzkopf hat auch noch meine Größe. Kellner gibt's hier wirklich mehr als genug. Ja, um Kellner müssen wir uns keine Sorgen machen. Oh, natürlich. Geht natürlich auch. Rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal. Und los geht's, komm. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Ja, was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. Hier, bitte. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Natürlich. Ich sehe was, was du nicht siehst, Sam. Und das nennt sich Leiter. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Vorsicht!
Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Mensch, er wird mit Brunnschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Alles klar. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, zurück in den Bauwagen. Sam, bist du da? Sam? Sully? Shit. Toll. Wird schon gut gehen. Sehr gut. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste mal da sein. Müsste. Und nächster Sprung. Damit durchgekommen sein. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, er im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intarsiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully.
Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst, in einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das.